Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Das Wort zum Montag. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das heutige Thema heißt Patriotismus. Ja, ein Begriff, der negativ behaftet ist, obwohl es eigentlich gar nicht negativ ist. Es ist eigentlich ein durchweg positiver Begriff, also hat eine durchweg positive Bedeutung, meiner Meinung nach. Trotzdem, hier in Deutschland ist es also ein bisschen negativ behaftet. Und ja, nun je nachdem welcher Blickwinkel, ne? Wenn jetzt also der linke Blickwinkel in Richtung Patriotismus, dann heißt es, oh, das ist ja ganz schlecht und weiß ich was. Auf einer Seite von der Antifa, ich weiß nicht mehr welche Stadt das war, habe ich dann gelesen, dass nur, ja, strunzdumme Menschen oder sowas ähnliches, ja, stolz auf ihr Land wären oder Nationalstolz hätten. Weil ich eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit schon mal finde, weil es gibt viele, die haben was in der Birne und sind trotzdem stolz auf ihr Land und das zu Recht. Aber gut, was immer von so Antifa, Antinationalen, Antideutschen, wie die alle heißen, diese ganzen Antis und so, was soll man von denen schon halten? Die ja linksalternativ sind, die meinen, die wären was Besseres und was weiß ich nicht alles. Ja, aus dem Blickwinkel von rechts ist natürlich auch ein bisschen kritisch, weil die ganzen Rechten, die nehmen sich Patriotismus so, legen sich den so zusammen, dass sie damit dann ihre, was weiß ich, fremdenfeindliche Ansichten dann rechtfertigen können. Und das sehe ich sehr kritisch, weil das ist dann wieder so eine Sache, die von Recht vereinnahmt wird, die dann wieder versaut wird, ja. Ich habe ja schon mal euch gesagt, dass ich die gesunde Mitte bin. Das ist jetzt ein Jahr her, das war im Frühling 2013. Treue Zuschauer wissen das noch, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, die goldene Mitte bin. Die goldene Mitte, die Deutschland erst in 10 oder 20 Jahren finden wird. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Ich weiß es nicht, es ist doch nicht so schwer. Einfach die goldene Mitte zu finden. Deutschland findet eine Mitte. Ich bin die goldene Mitte und wollte jetzt einfach mal sagen, was Patriotismus für mich bedeutet. Patriotismus ist, klar, Nationalstolz, stolz auf sein Land zu sein. Ich bin stolz auf mein Land. Und wie gesagt, Deutschland, das Land, dass mein Staat ist wiederum eine andere Ebene und ob man darauf stolz sein kann, ist eine andere Frage. Aber hier geht es um das Land Deutschland, nicht um den Staat. Also nicht die Politik, sondern einfach generell. Geografie, die Leute und so weiter. Ich bin Patriot. Ich liebe Deutschland. Dazu stehe ich auch. Ich bin stolzer Deutscher und das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Von keiner Antifa, von sonst was. Ich lasse mich auch nicht als Nazi betiteln. Denn ich bin kein Nazi und ich habe trotzdem alles Recht der Welt, stolz auf Deutschland zu sein. Ich habe zwar das Glück, den Zufall, wie man so schon sagt, dass ich jetzt hier in Deutschland geboren bin. Ja und? Nur weil es jetzt ein Zufall ist, darf ich deswegen nicht stolz sein? Deutschland hat viel in der Geschichte gebracht. Viel Kultur, Dichter und Denker, Musik, Errungenschaften und das alles. Und darauf soll man nicht stolz sein? Es hat nichts damit zu tun, dass man selber im Leben nichts geschafft hat, dass man deswegen stolz auf Land sein muss, damit man auf irgendwas stolz ist. Ich bin auf alles Mögliche stolz und kann trotzdem stolz auf das Land sein. Warum eigentlich nicht Deutschland? Guck mal, 2014, wir haben es geschafft, wir sind zum vierten Mal Weltmeister geworden. Wenn die 11 Jungs draußen rausgehen und uns repräsentieren, ja, und guck mal genau an die Jungs, die sind nicht alle weiß oder so, ne, also da solltet ihr mal wirklich einen Blick drauf haben. Ja, die spielen für uns von ganzem Herzen. Sie fühlen sich deutsch, auch wenn sie schwarz oder anders dunkelhäutig sind. Ja, ist egal. Es können welche aus Marokko oder sonst woher kommen. Die können hier leben. Ja, und wenn die jetzt sagen, ich bin stolz darauf, dass ich in Deutschland wohne oder stolz, ja, das ist auch okay. Dann sage ich, willkommen. Ich finde es schön. Lass uns alle zusammen im Frieden leben. Deutschland ist ein friedliches Land. Deutschland ist ein Land, da kann jeder leben. Jeder nach seiner Fasson selig werden. Und das ist auch richtig so. Aber es wird sehr viel von links besonders übersehen. Für andere bleibt Deutschland ist nur auf die 12 Jahre reduziert. Klar, wir hatten ein sehr dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Das resultiert aus einem Fehler, aber aus Fehlern lernt man. Ich bin nach 1945 geboren
Ja, ich habe damit nichts zu tun, das sage ich auch. Einerseits distanziere ich mich davon, andererseits finde ich es gut, wenn man der Nachwelt erklärt, was damals passiert ist. Auch wenn vielleicht so manche Sachen nicht stimmen mögen, weil, wie gesagt, die Sieger schreiben die Geschichte, es muss also nicht alles wahr sein. Dennoch, man kann es nur noch besser machen, Deutschland kann es schaffen. Nicht wie Tino Sarrazin sagt, Deutschland schafft sich ab. Deutschland kann es trotzdem schaffen. Gemeinsam sind wir stark. Wir müssen an uns glauben, ja, und auch unseren Stolz. Wir müssen zeigen, dass wir stolz drauf sind und nicht sagen, ach, ich schäme mich, Deutscher zu sein. Nein, das wird uns alles eingeredet. Das muss nicht sein. Jeder kann stolz auf sein Land sein. Türken sind stolz auf ihre Türkei. Marokkaner sind stolz auf ihre Marokko. Alle sind so stolz. Warum dürfen wir das nicht? Was ist da los? Gibt es da irgendeine soziale Selbstkontrolle oder irgendwas? Oder wird das von jemandem verboten? Nein. Selbst alle im Ausland sagen, Mann, Deutschland, ihr könnt auch stolz auf euch sein, ihr seid eine große Nation. Wir sind eine große Nation, wir sind ein Land. Wir sind zwar, gemessen an anderen, zwar klein, weil Europa überhaupt kleine Länder hat, aber trotzdem. Wir sind irgendwo auch groß. Wir gelten was in der Welt. Die Deutschen sind über die Grenzen hinaus beliebt und bekannt. Wir sind gastfreundlich, ja, wir sind aufgeschlossen. Gut, wir sind auch Reiseweltmeister und so, aber trotzdem. Zwar, wir werden gehasst, aber wir werden auch geliebt. Ja, wir dürfen trotzdem stolz darauf sein, dass wir in Deutschland wohnen. Wir sind stolz und Patriotismus heißt, dass man stolz auf das Land ist, aber davor die anderen nicht hassen muss. Das heißt nicht, das ist nicht zu wechseln mit Nationalismus. Nationalismus ist halt Deutschland über alles und alles andere scheiße, aber Patriotismus ist positiv. Man kann stolz sein, auf sein Deutscher zu sein, man kann auch die anderen lieben. So funktioniert das. So ist meine Sichtweise. So ist das halt. Wenn ihr es anders seht, nur irgendwas ergänzen möchtet, ihr könnt es ja mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt auch weiterhin über Themen vorschlagen oder sonst irgendwas. Ja, ist immer wieder gut. Ich werde auch gucken, was ich die Themen bedienen kann. Ich habe jetzt das Thema Patriotismus bedient, wollte eigentlich was anderes machen, aber man muss ja nicht mal ein und dasselbe Thema ausschlachten. Deswegen sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Und arrivederci.